Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, wie du es schaffst, deinen männlichen Kern, deine männliche Essenz, das, was dich zum Mann macht, zu stärken und auszubauen. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das hat mir allerdings nicht so wirklich gefallen, deswegen habe ich es wieder runtergenommen. Und außerdem habe ich in diesem Video auch ein paar Sachen angesprochen, wo ich gemerkt habe, dass der Großteil meiner Zuschauerschaft dafür nicht bereit gewesen ist. Deswegen mache ich das Video jetzt nochmal neu, mit neuem Input, also nicht exakt mit denselben Themen oder nicht exakt mit demselben Mehrwert, den ich in diesem Video geboten habe damals, sondern mit ein paar Sachen on top. Wie schaffst du es, deine Männlichkeit zu stärken? Also es gibt im Großen und Ganzen ein paar wesentliche Dinge, die für mich und die für viele andere funktioniert haben, um deine Männlichkeit zu stärken. Der offensichtlichste und wichtigster Punkt ist erstmal, dein Testosteron zu checken. Wenn du niedriges Testosteron hast, dann wirst du sehr, sehr, sehr wahrscheinlich eher dazu neigen, diese ganzen Beta-Verhaltensweisen zu leben und eben nicht den Alpha-Frame, der eigentlich für dich gedacht ist, zu leben. Warum? Ganz logisch, die ganzen Alpha-Tiere, auch in der Tierwelt, die Anführer, die haben alle hohe Testosteronwerte. Und das ist auch ein Punkt, wenn du es schaffst, deinen Testosteronwert, habe ich auch schon so viele Videos zu gemacht, nach oben zu bringen, wirst du automatisch selbstbewusster, dominanter, maskuliner und kommst mehr in deine männliche Energie. Das kannst du über viele Sachen machen, dazu habe ich aber schon viele Videos gemacht. Was gibt es noch für Punkte, die du jetzt sofort machen kannst, um mehr in deine maskuline Energie zu kommen? Der zweite Punkt ist, dass du logischerweise Training durchziehen solltest. Ja, das heißt, mach dir einen Trainingsplan, nachdem du trainierst, wo du dein Hormonsystem optimal nach oben schraubst und wo du einfach auch an deinem Körper arbeitest. Ja, weil du bist dann stolz auf dich, du kriegst mehr Selbstliebe, du bist, hast Ziele, die du dir setzt und wenn du die erreichst, bist du motiviert und weißt, dass du es schaffen kannst. Du arbeitest an Disziplin und Willenskraft, die du ausbaust. Und Training ist eines der wichtigsten Punkte auf jeden Fall, um auch wieder mehr in deine Männlichkeit zu kommen, weil es einfach dich selber auch nach außen ist. Viele sagen, es ist oberflächlich, aber es gibt nun mal nicht nur den Geist, es gibt vor allem auch den Körper und der ist auch sehr wichtig und man ist nur wirklich glücklich, wenn man beides in Einklang bringt. Deswegen auf jeden Fall auch natürlich das Training musst du ausbauen und musst du machen. Daran kannst du arbeiten, wenn du gerade nicht wirklich im Trainingsfilm bist und es lange Zeit nicht gemacht hast, fängst du erstmal langsam an mit dreimal Training die Woche und kannst dich dann Stück für Stück immer weiter steigern. Auf jeden Fall, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist ganz klar Ernährung. Ja, wenn du dich nicht ordentlich ernährst, dann wirst du dich schlecht fühlen, du wirst ein schlechtes Hormonsystem, einen schlechten Hormonausstoß haben und du wirst auf jeden Fall nicht die Energie haben, die du mit einer richtig guten, ausgewogenen, sauberen Ernährung hast. Ja, deswegen, Ernährung ist genauso wichtig. Ja, wir haben jetzt Testosteron gehabt. Ja, da gibt es viele Verhaltensweisen, das ist eigentlich das Wichtigste. Dann Training und Ernährung. Was zählt noch mit rein? Es geht nicht nur um den Bereich Krafttraining, ja, den ich jetzt speziell angesprochen habe, weil der natürlich einer der besten Bereiche ist, wo du deinen Körper optimieren kannst, wo du mehr Selbstliebe ausbauen kannst, wo du an deinem Aussehen arbeitest, sondern natürlich auch den Bereich Kampfsport. Ja, das heißt, stell dich Gefahrensituationen, das ist der vierte Punkt. Wenn du dich Gefahrensituationen stellst, dann schüttet dein Körper Adrenalin aus, außerdem geht dein Testosteron auch nach oben, denn alle Alpha-Tiere sind häufig in Gefahrensituationen und auch risikobereit. Und das kannst du dir zunutze machen, indem du zum Beispiel dich in einem Kampfsportverein anmeldest, über Kampfsport, über Sparring und so weiter. An deiner Angst zum Beispiel auch arbeitest, ja, das muss ja nicht nur in dem Bereich sein, das kann der generelle Bereich Angst überhaupt sein, dass du es schaffst, dich deiner Angst zu stellen und an deiner Angst zu arbeiten, ja. Denn wenn du das schaffst und deine Angst akzeptierst und trotzdem den Weg gehst, den du gehen willst, trotz der Angst, dann wird dich das auf jeden Fall auch wieder wesentlich mehr in deinen maskulinen Kern bringen. Aber gerade der Bereich Kampfsport ist ein Punkt, den du am besten noch on top, nicht nur Kraftsport, sondern zusätzlich auch noch Kampfsport mit einbauen solltest, weil er dir Selbstbewusstsein gibt wie nichts anderes, der Bereich. Und außerdem, wie gesagt, Adrenalin und Testosteron wird ausgeschüttet. Du kannst es auch anderweitig machen, ja, es geht auch generell, das ist dann auch der fünfte Punkt, um den Bereich Angst, dass du dich deiner Angst so oft wie es geht stellst, ja, musst du natürlich wissen, in welchem Maße du das machst, aber es gibt viele Herangehensweisen, ob das jetzt zum Beispiel ist, dass du, wenn du irgendwo im Bus oder in der Bahn bist, eine Frau ansprichst beispielsweise, muss jetzt nicht das sein für dich, aber das ist zum Beispiel einer der Bereiche, der funktioniert, wenn alle drumherum zuschauen und zuhören und du machst es halt trotzdem und bist voll aufgeregt und so und machst es halt. Da schüttest du auch viel Adrenalin und Testosteron aus und bist stolz auf dich und hast dich deine Angst gestellt. Gibt aber auch viele andere Bereiche, wo man das machen kann, das muss jetzt nicht speziell im Bereich Pickup sein.
Das ist dann der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, um mehr in deinen männlichen Frame reinzukommen. Der letzte Punkt, der ebenfalls extrem wichtig ist, ist der Punkt, dass du dich unabhängig von Frauen machst. Ja? Unabhängigkeit von Frauen ist wichtig, da du sonst im Endeffekt immer nur, wenn man es mal ganz klar runterbricht, einen Mutterersatz suchst. Und so wie es leider bei vielen Männern heutzutage der Fall ist, haben sie nicht die Initiation vom Jungen zum Mann machen können, da es das in unserer Gesellschaft so gut wie gar nicht mehr gibt. Denn es ist ja normalerweise so, dass du als Kind von deiner Mutter versorgt wirst bzw. beschützt wirst und sie dir diese mütterliche Liebe gibt. Und dann irgendwann, wenn du vom jugendlichen Alter zum Mann heranreifen sollst, kommt der Vater mit einer Initiation, der dich rauszieht aus diesem mütterlichen Umfeld und dich in das männliche Umfeld reinbringt und dir zeigt, dass du das, was du dort vielleicht gesucht hast, auch in der Männerwelt bekommen kannst, indem du zusammen an Zielen arbeitest, zusammen leidest und zusammen einfach in der Gemeinschaft an dir selbst arbeitest und was erreichst. Und damit kannst du dieses Bedürfnis ebenfalls ausfüllen. Und das ist halt ganz wichtig, was ganz vielen Männern heutzutage fehlt. Und deswegen, viele sind auch so, wenn sie die Anerkennung und die Liebe nicht im Kindesalter von der Mutter bekommen haben, auf der einen Seite, suchen sie das immer in der Frauenwelt auf der anderen. Ja, das heißt, sie suchen immer irgendwo unterbewussten Mutterersatz, der diesen Menschen das gibt, was sie in ihrer Kindheit nicht bekommen haben. Oder noch schlimmer ist, wenn sie sich eben nicht von dieser mütterlichen Liebe getrennt haben und diese Initiation zum Beispiel nicht bekommen haben, was noch häufiger der Fall ist, dann suchen sie auch unbewusst den Mutterersatz, ja, sind aber die ganze Zeit auch immer noch abhängig von der einen Seite von der Mutter und von der anderen Seite von den ganzen anderen Frauen. Ja, das heißt, wenn sie dann irgendwann die Beziehung vielleicht doch ein bisschen distanzieren zur Mutter, suchen sie sich das auch bloß bei anderen Frauen, und das ist natürlich auch nicht unbedingt sinnvoll, weil du immer abhängig bist, ja, verstehst du? Du bist immer abhängig. Du bist immer abhängig davon, von der Anerkennung, von der Zuneigung, und wenn du das dann nicht bekommst von einer Frau oder von deiner Mutter oder wie auch immer, dann geht es dir schlecht, und das zeigt dir, dass du abhängig bist. Und das ist halt der Punkt, wie schaffst du es, dich unabhängig zu machen, indem du mehr in deiner Männlichkeit arbeitest, indem du solche Initiationen machst, wie sie zum Beispiel den indigenen Völkern gemacht wurden, dass die Väter ihre Söhne einfach für eine Woche mitgenommen haben, in die Wildnis mit ihnen gejagt haben und komplett ohne Frauen, nur unter Männern, sich diese Sache, die sie aus dieser weiblichen Welt gezogen haben, durch gemeinsames Leiden, gemeinsames Fokussieren auf Ziele, sich das einfach geben. Und diese Männergemeinschaft, das fehlt halt ganz vielen heutzutage. Und das ist halt ein Punkt, wo du überlegen kannst, okay, wie schaffst du es, dich selber aus diesem weiblichen Frame, dieser weiblichen Welt und dieser Sucht nach Anerkennung rauszuziehen und am besten auch einfach mal für eine gewisse Zeit in den Monk-Mode zu gehen und einfach nur sowas zu machen. Also früher waren zum Beispiel solche Sachen wie Trainingslager für mich extrem gut, wo du das zum Beispiel machen konntest. Ja, das heißt, im Trainingslager warst du nur unter Männern, du hast die ganze Zeit gekämpft, du hast immer trainiert und du bist wirklich sehr, sehr hart an deine Grenzen gegangen, und das hat dich zusammengeschweißt, und das hat zum Beispiel bei mir sehr stark dazu geführt, dass ich immer mehr in meine Männlichkeit gekommen bin. Was aber auch wichtig ist für den Bereich, ist, dass du dir irgendeine männliche Figur suchst, die in irgendeiner Art und Weise deine Vaterrolle einnimmt, wenn du zum Beispiel auch keinen Kontakt zu deinem Vater hast, ja, oder wenn du ein schlechtes Verhältnis zu deinem Vater hast, oder wenn du deinen Vater irgendwo ablehnst, ja, auch da ist natürlich ein Punkt, dass du dich daran üben solltest, ihm zu vergeben und dir, wenn es denn nicht geht, wenn es nicht funktioniert, es wäre natürlich das Beste, wenn das dein leiblicher Vater ist, aber bei vielen geht es ja auch gar nicht mehr, wenn der Vater weg ist oder gestorben ist oder irgendwelche anderen Gründe, dann suchst du dir halt ein anderes männliches Vorbild, was dir diese Rolle irgendwo einnimmt, sodass du einfach eine Art Mentor hast, ja, für diesen Bereich. Das war jetzt sehr weit ausgeholt. Auf jeden Fall ist das extrem wichtig, meiner Meinung nach, weil gerade das der Hauptgrund ist, weswegen es viele nicht schaffen, in ihre Männlichkeit zu kommen, weil ihnen diese Initiation fehlt, weil sie immer süchtig und abhängig von der Anerkennung von Frauen sind und davon nicht wegkommen. Der Monk-Mode ist eine andere Sache, wo du im Endeffekt auf kalten Entzug gehst, sage ich mal. Ja, das heißt, du datest keine Frauen, du machst gar nichts mit denen, du gehst komplett auf Retention zum Beispiel.
und machst das mal für 90 Tage. Das ist wie ein kalter Entzug und dir wird es auf jeden Fall in den meisten Fällen dann erstmal nicht so gut gehen, was aber in Ordnung ist. Und dann wirst du Stück für Stück dich langsam erholen und die Sachen aufarbeiten können. Auch das ist eine Herangehensweise, die sehr gut funktioniert. Dennoch, gerade diese Initiationen sind das, was den meisten Leuten fehlt. Deswegen ist es gut, sich mit Leuten zu umgeben, die selber schon in dem Frame sind, die selber schon ihre Männlichkeit, sage ich mal, anerkannt haben, beziehungsweise die voll in ihrer Männlichkeit stehen. Und das macht es auch sehr, sehr einfach, dann im Endeffekt sich von den Leuten einfach beeinflussen zu lassen, weil du bist ja auch das Produkt von den 5 Leuten, mit denen du dich am meisten umgibst. Wichtig ist aber, wenn du das Gegenteil davon machst, und dich die ganze Zeit nur mit Betas umgibst, die total verweiblicht sind und voll in dem femininen Frame sind und quasi alles für die Frauen tun, dann wird das auch einen Einfluss auf dich haben und es wird sehr schwer werden, die ganze Zeit dagegen anzukämpfen und es wird dich irgendwann auch immer Stück für Stück mehr in diese Welt reinziehen, wenn du mit diesen Menschen sehr viel Zeit verbringst. Deswegen solltest du dir genau überlegen, wen du in deinem Freundeskreis lässt und wen nicht. Das sind die wichtigsten Punkte meiner Meinung nach, wie du es schaffst, mehr in deine Männlichkeit zu kommen. Und wie du es schaffst, deinen männlichen Kern wieder zu entdecken. Was ich jetzt nicht erwähnt habe, was denke ich selbstverständlich ist, ist natürlich der Punkt, dass du auf NoFap gehst. Ja, also ich meine, wenn du die ganze Zeit am bist und dir irgendwelche Filme anguckst, dann kannst du ganz stark davon ausgehen, dass du auch damit dich irgendwo abhängig wieder von Sachen machst, die dich zum Beta machen, die dich verweiblichen, die dir dein Testosteron nehmen und die dich einfach nur ausbremsen, weil du die langfristigen Ziele, an denen du sonst motiviert arbeiten würdest, einfach nicht mehr vor Augen hast. Ja? Deswegen, das ist selbstverständlich, das solltest du definitiv auch nicht machen. Das sind die wichtigsten Punkte für mich, die dazu führen, dass du mehr in deine Männlichkeit kommst. Wenn du selber noch Ideen hast oder Anregungen, lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Und wenn es dir gefallen hat, dann unbedingt ein Like geben, das würde mich sehr freuen, damit das Video besser rankt. Und weiter oben angezeigt wird, damit mehr Männer dieses Video sehen können. Ganz einfach, weil es wirklich nötig ist. Weil es einfach so nötig ist und wenn ich mich umschaue, dann sehe ich einfach, dass selbst bei mir ist es zum Teil immer noch mit drin, wo ich auch weiter dran arbeite, ne? Durch die Punkte, die ich gerade erwähnt habe. Sehe ich einfach, dass die Leute immer wieder zurückgleiten in diese feminine Welt und nicht ihren maskulinen Kern anerkennen und leben. Sondern immer alles nur für die Frauen im Endeffekt tun. Und ja, das ist halt schade, weil ansonsten wird die Welt dann immer mehr verweiblicht werden. Und dann gibt es irgendwann auch keinen Unterschied mehr zwischen Maskulinpol und Femininpol. Beziehungsweise schon, den gibt es doch. Ich schweife ziemlich ab, ich werde es jetzt kurz fassen. Den gibt es doch, und zwar, dass die Männer dann in den Femininpol immer eher gehen und die Frauen dadurch immer maskuliner werden. Und dass das Ganze nicht funktioniert, sieht man ja anhand der immer weiter steigenden Scheidungsraten zum Beispiel. Daran sieht man, dass das Ganze nicht funktioniert. Im Vergleich vor zu 100 Jahren, da lief das alles noch wesentlich besser und die Scheidungsraten zum Beispiel waren wesentlich geringer. Gut. Das war's in diesem Video. Denkt dran, das Video zu liken. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Vakura. Peace.